Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Steuerelemente der F-16C. Die F-16 besitzt ein Triebwerk, welches mit 6-stufigen Nachbrennern ausgestattet ist. Das Triebwerk kann die F-16 auf 800 Knoten beschleunigen und ermöglicht somit mit 1,2 Mach das Fliegen in Überschallgeschwindigkeit. Der Tank der F-16 ist in mehrere Bereiche unterteilt. Zwei vordere Tanks und der hintere Tank, zwei Reservoirs, welche das Triebwerk mit Treibstoff versorgt, sowie der rechte und der linke Tank jeweils in den Flügeln. Der vordere und rechte Tank entleeren sich in das rechte Reservoir und der hintere und linke Tank in das linke Reservoir. Außerdem lassen sich äußere Tanks an den Flügeln und ein Tank am Rumpf anbringen. Das Cockpit ist in 5 Bereiche unterteilt: die linke Konsole, die rechte Konsole, die linke und die rechte Hilfskonsole und die mittlere Konsole. Auf dem Sidestick befindet sich ein Trimhead. Beim Trim werden die Lage der Ruder verstellt. Wird dieser nach unten und oben gedrückt, lässt sich der Pitch trimmen. Nach links und rechts wird Roll getrimmt. Weiter gibt es hier einen Paddle Switch zum kurzzeitigen Ausschalten des Autopiloten, ein Display Management Schaltkreuz und einen Knopf, welcher Nose Wheel Steering aktiviert. Bei Betätigung leuchtet auf dem rechten Indexer NWS und das Vorderrad lässt sich nun mit den Ruderpedalen steuern. Auf dem Schubhebel befinden sich unter anderem ein Kommunikationsswitch zur Auswahl des Frequenzbandes UHF oder VHF, ein Knopf zum Einstellen des Höhenwinkels der Radarantenne und ein Knopf zum Aktivieren des Speed Brakes. Dabei fallen Klappen am Flügel aus, welche den Strömungswiderstand erhöhen und das Flugzeug während dem Flug bremsen. Die Klappen können bis zu 60 Grad geöffnet werden. Die Schiene des Schubhebels ist in 3 Bereiche unterteilt. Die Off-Position beendet die Zündung und Treibstoffzuführung, von der Idle-Position bis zur Mühe wird die Leistung des Triebwerks geregelt und in der letzten Sektion wird der Nachbrenner in Betrieb genommen. Der hintere Bereich der linken Konsole ist das Testpanel. Zuerst haben wir hierauf den Fire- und Overheat-Knopf, welcher das Warnsystem bei Feuer oder Überhitzung testet. Ist dieser gedrückt, müssen Master Caution, Engine Fire und Overheat leuchten. Daneben ist der Oxygen Quantity Testschalter. Dieser testet das Warnsystem des Sauerstofftanks. Wird der Test durchgeführt, muss das Oxygen Low Licht leuchten. Der Mel- und Indikatorlichtknopf testet alle Indikatorlichter und Sprachwarnungen. Der Probe-Heat-Schalter kontrolliert den Heizkörper des Pitot-Statik-Systems. Dieser Heizkörper verhindert das Gefrieren des Pitot-Rohrs, welcher zu den barometrischen Sensoren führt. Auch dabei ist ein Taster für die EPU, die Notstromeinheit. Sollte dieser Test durchgeführt werden, muss das grüne Licht auf dem EPU-Panel leuchten, sowie alle Flickes-Powerlichter. Das Flight-Control-System hat 4 Kanäle, um vor Ausfall des Systems zu schützen. Die Funktionalität der Kanäle wird mit dem letzten Schalter des Testpanels überprüft. Unterhalb davon befindet sich der Anti-Cheat-Test, welcher die Funktionalität des Anzugs testet. Die nächste Sektion ist das Flight Control Panel. Mit dem Digital Backup lässt sich die Backup-Software des Flicks auswählen, falls ein Fehler auftritt. Dabei leuchtet die DBO-Warnung. Rechts davon ist der Flaps-Schalter. Auf der Normposition fahren die Flaps ausschließlich mit ausgefahrenem Gear aus, ansonsten bleiben sie während dem gesamten Flug eingefahren. Wird der Schalter auf Extend gestellt, fahren sie auch mit eingefahrenem Fahrwerk unterhalb einer Geschwindigkeit von 200 Knoten aus, um mehr Auftrieb zu erhalten. Mit dem Manual TF Fly-Up schaltet man die Flyer Protection des Terra-Folgeradars an oder aus. Mit der Flyer Protection kann das Flugzeug in Situationen, bei denen ein CFIT bevorsteht, ein Fly-Up-Manöver durchführen, um einen Crash ins Gelände zu verhindern. Die Leading Edge Flaps werden vom Flight Computer System in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Höhe und Anstellwinkel eingestellt. Diese können mit dem LI-Flap-Schalter verriegelt werden.
Sollte somit einer der Flaps ausfallen, kann der andere in gleicher Position gehalten werden. Bei einem Fehler des Flight Control Systems kann es über den Reset-Schalter zurückgesetzt werden. Der Bit führt ein Built-in-Test des Flickers durch, solange dieser läuft, leuchtet One. Wenn der Test erfolgreich ist, kippt der Schalter zurück und das One-Signal geht aus, ansonsten leuchtet Fail. Darunter ist das Manual Trim Panel. Hier lassen sich Roll, Yaw und Pitch trimmen. Mit Disconnect lässt sich das Trim über den Stick abstellen. In der nächsten Spalte befindet sich das Fuel Management Panel. Mit dem Master Switch kann die Treibstoffversorgung des Triebwerks abgestellt werden. Dafür muss aber erst die rote Schutzkappe umgeklappt werden. Mit Tank Inerting wird ein Gas in den Tank zugeführt, um mögliche Brände zu verhindern. Der Engine Feed Schalter steuert, welches Reservoir das Triebwerk mit Treibstoff versorgt. In Normposition werden beide ausgewählt. Darunter befindet sich das IFF-Panel, welches für die Radarerkennung zuständig ist. Als letztes in der Spalte ist das Panel für die Außenbeleuchtung. Mit dem ersten Schalter lässt sich das Anti-Collision-Licht am Leitwerk einstellen. Der linke Position-Schalter ermöglicht das Blinken oder dauerhafte Leuchten der Außenbeleuchtung. Der mittlere und rechte Position-Schalter stellt die Flügel- und Rumpfbeleuchtung ein. Mit dem linken und rechten Schalter wird die Helligkeit der Formationslichter und des Luftbetankungslichts eingestellt. Und mit dem Master-Schalter kann die gesamte Beleuchtung abgestellt werden. In der nächsten Spalte ist das EPU-Panel. Diese ist für die Notstromversorgung zuständig. Sollte der Schalter auf Norm gestellt sein, startet die EPU, sobald ein Fehler des Hauptgenerators auftritt. Ist die EPU aktiv, so leuchtet das grüne Licht. Die EPU wird entweder mit Hydrazin oder Luft betrieben. Es leuchtet dementsprechend eines der Lichter. Darunter ist die Stromeinheit. Mit dem Schalter lässt sich das Flugzeug entweder mit der Batterie oder dem Hauptgenerator am Triebwerk versorgen. Der Caution Reset Knopf setzt alle Warnlichter des elektrischen Systems zurück. Flickes PMG leuchtet, falls ein Kanal des Flickes nicht mit Strom versorgt wird. Main Generator leuchtet, wenn der Hauptgenerator nicht funktioniert oder nicht benutzt wird. Das Standby-Licht leuchtet, wenn der Standby-Generator ausfällt. EPU-Generator leuchtet, wenn die EPU aktiv ist, jedoch das Flugzeug nicht mit Strom versorgt. Und das EPU-PMG-Licht leuchtet, wenn bei aktiver EPU des Flickes nicht versorgt wird. Die unteren Warnlichter sind für die Batterie, falls diese ausfällt oder die Spannung zu niedrig ist. Darunter ist ein Panel für die Audio- und Videoaufzeichnung des HUDs und des Helmdisplays. Zum Starten des Triebwerks wird ein hydraulischer Starter mit zwei Hydraulikspeichern verwendet. Der Jet Fuel Starter kann für den Start des Triebwerks in eine von zwei Positionen gesetzt werden. Start 1 verwendet dabei nur einen Hydraulikspeicher und Start 2 verwendet beide. Das grüne One-Licht leuchtet 30 Sekunden nach erfolgreichem Start. Darunter ist der Engine Control Schalter. Die F-16 hat zwei Triebwerkssteuereinheiten. Das Digital Electronic Engine Control, DEEC, und eine sekundäre hydromechanische Einheit, falls erstere ausfällt. Sie ist zuständig für Treibstoff-Scheduling, Düsenposition, Fanspeed-Control und vieles mehr. Mit der sekundären Einheit sind einige ihrer Aufgaben nur beschränkt möglich oder wie zum Beispiel Afterburn gesperrt. Der Manual Pitch-Schalter setzt ein Limit für die Ruderausrichtung. Wird der Schalter auf Override gesetzt, wird das Limit aufgehoben und die Ruder lassen sich in einem größeren Winkel ausrichten. Dies wird verwendet, um ein Stall entgegenzuwirken. Als letztes befindet sich auf der linken Konsole ein UHF-Panel und zwei Audio-Panels zur Kommunikation. Auf der rechten Konsole befindet sich der Anti-Ice-Engine-Schalter. Während dem Flug kann sich Eis an der Oberfläche des Flugzeugs ansammeln. Dieses wird von Sensoren erfasst und durch das Anti-Ice-System beseitigt. Mit den daneben liegenden Schaltern lässt sich die Antenne für IFF und UHF wählen. Auf Normposition wird die Antenne mit dem besten Empfang genutzt. Darunter ist das Avionics Power Panel. Hier lässt sich der Modus für das initiale Navigationssystem auswählen. In Store-Position wird das INS ausgeschaltet, aber die letzte Ausrichtung wird gespeichert. In der Normposition wird das INS ausgerichtet und in NAV werden die Daten an den Flugcomputer weitergegeben. Das INS lässt sich mit In-Flight Alignment auch während dem Flug ausrichten. Außerdem kann man hier das multifunktionale Verteilungssystem, GPS, Data Link, den Modular Mission Computer
Das DOS-Station-System, die multifunktionalen Displays, MFDs und die App-1-Controls, also das DD, einschalten. Daneben ist der Sauerstoffregulator. Hier befindet sich eine Anzeige des Sauerstoffdrucks und eine, welche anzeigt, ob Sauerstoff fließt. Der grüne Schalter schaltet die Sauerstoffversorgung zur Maske ein oder aus. PBG verbessert die Atmung bei hohen G-Kräften. Mit dem weißen Schalter kann zwischen 100% Sauerstoff und einer Sauerstoff-Stickstoff-Mischung abhängig der Flughöhe geschaltet werden. Des Weiteren ist auf der rechten Konsole das Air Conditioning Panel zur Einstellung von Temperatur und Luftdruck innerhalb der Kabine und ein Block für die Innenbeleuchtung. Mit den Schaltern im HUD Panel lässt sich einstellen, welche Informationen auf dem Head-Up-Display zu sehen sind. Ob außer Geschwindigkeit, Höhe und Heading noch die Vertikalgeschwindigkeit zu sehen sein soll, ob neben der Flugpfadmarkierung noch der Pitch-Balken zu sehen sein soll, und dann gibt es noch einen Schalter für die Geschwindigkeit, bei dem ausgewählt werden kann, ob die kalibrierte oder die wahre Geschwindigkeit relativ zur Luft oder die Geschwindigkeit relativ zum Boden angezeigt werden soll. Daneben lässt sich die barometrische Höhe oder die Radarhöhe wählen. Außerdem gibt es ja die Möglichkeit, die DD-Daten oder die Pilot Fault List auf dem HUD anzeigen zu lassen, sowie den Helligkeitsmodus einzustellen. Darüber ist das Sensor Power Panel. Hier lässt sich der linke und der rechte Hardpoint des Rumpfes, beispielsweise für Navigationspots, sowie das Folgeleitradar und Radaraltimeter zur Höhenmessung einschalten. Auf der linken Hilfskonsole befindet sich das Countermeasure und Sweat Running Panel. Im Countermeasure Panel kann eingestellt werden, wie viele Leuchtkörper oder Aluminiumstreifen abgeworfen werden sollen. Und auf dem Sweat Running Panel wird mit Power das Bedrohungswarnsystem aktiviert. Darunter lässt sich das Helmdisplay einschalten. Und oben links befindet sich der Speedbrake-Indikator, welcher anzeigt, ob die Bremsklappen ausgeklappt sind. Der Gearhebel kann sich in Up- oder Down-Position befinden und fährt bei Betätigung dementsprechend das Fahrwerk ein oder aus. Wenn alle Räder des Fahrwerks vollständig ausgefahren sind, leuchten alle drei grüne Lichter. Falls sich das Fahrwerk durch einen hydraulischen Fehler nicht ausfahren lässt, kann es durch den alternativen Gearhebel entriegelt und durchs Eigengewicht ausgefahren werden. Während das Fahrwerk ein- oder ausfährt, leuchtet das rote Licht im Hebel. Dieses leuchtet ebenfalls, wenn das Flugzeug unterhalb 10.000 Fuß langsamer als 190 Knoten und mit einer Sinkrate größer als 250 Fuß pro Minute fliegt und das Fahrwerk dabei noch eingefahren ist. Der Downlock-Release-Button setzt den Riegel des Fahrwerks bei ausgefahrenem Zustand frei, auch wenn sich das Flugzeug auf dem Boden befindet. Über dem Gearhebel befindet sich ein Schalter für einen Haken, welcher sich unterhalb des Rumpfes befindet. Dieser ist als zusätzliche Bremse mit Anwendung von Fangseilen gedacht. Mit dem Emergency Jettison Knopf lassen sich die Außentanks beim Notfall abwerfen. Diese lassen sich mit Ground Jettison Enable auch am Boden abwerfen. Mit dem daneben liegenden Schalter lässt sich der Flickers Channel für die Bremse wählen. Der nächste Schalter schaltet das Anti-Skid oder die Feststellbremse ein. Das Anti-Skid ist ein Anti-Blockiersystem für die Reifen und sollte für Start und Landung auf jeden Fall verwendet werden. Stores Config setzt ein Limit für die Manövrierfähigkeit. Bei größerer Beladung sollte der Schalter auf K3 gestellt werden, um 6G nicht zu überschreiten. Der Horn Silencer schaltet die Low-Speed-Warnung aus, welche ertönt, wenn mit hochgefahrenem Gear versucht wird zu landen. Und mit dem Lichthebel lässt sich das Vorderlicht auf Landing- oder Taxi-Beleuchtung stellen. Auf der rechten Hilfskonsole ist ein Kompass. Daneben befindet sich ein Treibstoffindikator, welcher die Treibstoffmenge in Pound angibt. Diese Anzeige verwendet zwei Nadeln, eine für den vorderen oder rechten Tank und eine für den hinteren oder linken Tank. Ein Ungleichgewicht der Tanks wird deutlich,
wenn das rote Plättchen sichtbar wird. Außerdem ist hier das Pilot Fault Display und Caution Panel. Der nächste Indikator ist der Druckindikator der hydraulischen Kreisläufe A und B. Beide Kreisläufe werden vom Flickes genutzt. Zusätzlich ist Kreislauf A für die Speedwicks zuständig und Kreislauf B für das Fahrwerk, Luftbetankung und das Nosewheel Steering. Darunter ist ein Indikator, welcher den verbleibenden Hydrazintreibstoff für die EPU in Prozent angibt, eine Anzeige für den Kabinendruck und eine analoge Uhr. Auf der Hauptkonsole ist links ein Bereich für Sonstiges. Hier lässt sich das Radar stumm schalten, aber auch der Autopilot einschalten. Für den Autopiloten gibt es einen Pitch-Schalter zum Halten der Höhe oder Halten des Pitchwinkels und einen Rollschalter zum Halten des Headings oder des Rollwinkels. Dann gibt es hier noch einen Radarreceiver, zwei multifunktionale Displays, MFDs, der Geschwindigkeitsindikator, welcher die Geschwindigkeit bis 800 Knoten und die Machtzahl anzeigt. Daneben ist ein Altimeter, welches die barometrische Höhe in Fuß angibt. Mit ELECT kann der momentane Luftdruck als Nullmarke gesetzt werden. Darunter ist das ADI, welches die Lage des Flugzeugs zum künstlichen Horizont angibt. Die vertikale Skala zeigt den Pitchwinkel an und diese den Rollwinkel. Außerdem wird Wenderate und Slip angezeigt. Links daneben ist eine Skala, welche den Anstellwinkel, und rechts daneben eine, welche die Steiggeschwindigkeit in Blau oder die Sinkgeschwindigkeit in Schwarz anzeigt. Falls das ADI ausfällt, gibt es noch ein unabhängiges Backup-ADI. Das HSI zeigt den Steuerkurs, Peilungs- und Entfernungsinformationen an. All diese Indikatoren werden aber nur sekundär verwendet, da diese Informationen auch auf dem HUD angezeigt werden. Daneben lässt sich auswählen, welche Tanks auf dem Treibstoffindikator angezeigt werden sollen, sowie die Reihenfolge, ob zuerst der mittlere Außentank verbraucht werden soll und danach die äußeren an den Flügeln oder umgekehrt. Im rechten Bereich der mittleren Konsole ist eine Anzeige für den Öldruck und eine für die Düsenposition. Wenn das Flugzeug sich im Unterschall befindet, schließt sich die Düse und im Überschall, also größer als 1 Mach, öffnet sie sich wieder, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Darunter ist ein Indikator für die Drehzahl des Triebwerks. Die Drehzahl wird in Prozent angezeigt, wobei 100% das empfohlene Limit ist. Und dann gibt es hier noch einen Indikator für die Turbinentemperatur. Der vorderste Teil des Cockpits setzt sich aus dem HUD, dem DED, ein Display zur Dateneingabe und der integrierten Systemsteuerung zusammen. Mit Hilfe des DEDs lassen sich beispielsweise Steering Points erstellen, bei denen man Breitengrad, Lenkgrad, Elevation und Ankunftszeitpunkt setzen muss. Es ist auch möglich, die Treibstoffmenge, ab welcher die Bingo-Warnung erscheinen soll, zu setzen. Und vieles mehr. Das HUD lässt sich mit dem Lenkenrad anschalten. Es sind die Roll- und Pitch-Skala sowie das Setting zu sehen. Die linke Skala zeigt die kalibrierte Geschwindigkeit in Knoten an. Darüber befindet sich die G-Zahl. Und darunter die Machtzahl, der bisher größte G-Wert und der Modus Navigation. Auf der rechten Seite wird die barometrische Höhe, die Radarhöhe, ab wann die Höhenwarnung zu hören ist und die Distanz zum ausgewählten Steering Point angezeigt. Weitere Symbole sind der Flugpfadmarker, der anzeigt, wohin man gerade fliegt, ein Balken zur Anzeige des Anstellwinkels. Befindet sich der Flugpfadmarker unterhalb des Balkens, kommt es zum Strömungsabriss, was auch mit den linken Indexlichtern angezeigt wird. Die Markierung, die anzeigt, in welche Richtung das Flugzeug zeigt. Ein Steering-Symbol, das vorgibt, in welcher Richtung der ausgewählte Steering Point liegt. Um den nächsten Punkt zu erreichen, muss sich dieser Marker im Flugpfad befinden. Und ein Symbol, welches den Steering Point anzeigt.